Eine Münzprägerei ist vielleicht nicht ausreichend. Fördert eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten. Okay, da haben wir kein Problem mit. Können wir sogar machen. Ich will sogar eine dritte noch bauen. Wobei das vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ich bin gerade wieder verwirrt. Kamera. Hätte ich eben schon Probleme mit der Kamera. Bei Beyond Good and Evil. Wer sich das vielleicht angeschaut hat. Hört mich kaum einer. Aber hier schauen wir halt immer im Kampf vorbei. Bei einer von uns gleich tot ist. Das heißt, vier haben überlebt. Wahrscheinlich. Ja, das sieht doch gut aus. Ihr habt eine Schlacht gewonnen. Perfekt. Perfekt. Was haben wir hier noch? Eine Steinmine. Okay, das heißt, wir können hier wahrscheinlich ein... Das ist wahrscheinlich auch... Ja, ich kann hier noch gar nichts bauen. Ich muss das hier erst einnehmen. Okay. Münzprägerei laufen zu 55, 52, 53%. Das ist alles prächtig. Ist natürlich hier ein langer Weg, dass sie das von hier oben da runterschleppen, aber irgendwie muss das ja passieren. Okay, wir haben gleich zu 50% einen neuen Sektor eingenommen. Brauchen allerdings ja noch eine bessere Armee, denn ich glaube, der hat hier 4. Gut, wir haben noch 4 auch, glaube ich. Ja, wir haben auch noch 4. Und, beziehungsweise haben wir jetzt 5, weil hier war noch einer in der Warteschlange. Okay, setzen wir dann vielleicht auch noch einen Pikenier in die Warteschlange. Dann hätten wir 6 gegen 4, haben wir es ja einigermaßen gut geschafft. Münzen geprägt, 2 von 6. Okay, das läuft im Moment dann noch nicht so gut. Ah, die können auch mehrere Sachen tragen. Ist ja... Achso, das sind hier die Münzpräger. Okay, dachte schon. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Nahrung erstmal produziert. 7 Stück, das ist gut. Bessere Verpflegung. Ja gut, einfache Verpflegung muss halt erstmal reichen. Okay, wir haben jetzt hier oben das Gebiet. Das heißt, wir könnten hier ein Forsthaus hinsetzen. Setzen wir das hier aber mal auf die Seite, glaube ich. Oder geht das nicht? Geht das? Geht das? Geht nicht? Geht nicht? Geht nicht? Aber das geht. Wobei, ja gut, aber ich will hier auch kein Holz fällen. Das heißt, eine... Nee, warum kann ich das da nicht dran bauen? Ist das so weit weg? Vermutlich. Das ist ja doof. Nein, da kann ich es nicht bauen. Da bauen und dann hier... Nee. Nein, auch nicht. Ah, jetzt regt mich doch hier nicht auf. Dann muss ich das hier noch höher ran. Um erfolgreich gegen Ramirez vorzugehen, benötigen wir Musketiere. Aber Musketiere verlangen bessere Verpflegung. Daher schlage ich vor, dass ihr auf die Jagd geht. Denn Fleisch ist für bessere Verpflegung notwendig. Ihr findet reiche Wildbestände in eurem Minensektor oder im angrenzenden Gebiet. Sobald ihr ausreichend Wurst hergestellt habt, um die Mägen eurer Siedler zu füllen, baut neue Wohnhäuser und vergrößert eure Siedlung. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Achso, das ist Ramirez Gebiet. Da war ich gerade verwirrt irgendwo. Hatte mir nämlich jetzt abgesetzt, da wusste ich jetzt gerade nicht, wo es lang geht. Okay, wir müssen auf jeden Fall... viele Sektoren können befestigt werden. Befestigungen können nur von Fernkämpfern, die Musketieren, angegriffen werden. Diese könnt ihr in der Taverne erwerben. Metzgerei verarbeitet Jagdwild zu besserer Verpflegung. Errichtet ein Forst unter die Jägerhütte in der Nähe des Jagdgebietes, um Wild zu erlegen. Falls ihr einem General die falschen Soldaten zugeteilt habt oder er sich in einer misslichen Lage befindet, könnt ihr ihn aus eurem Diensten entlassen. Bedenkt, dass ihr dabei alle betroffenen Soldaten verliert. Ist ja irgendwie... unschön. Okay, wir bauen hier eine Forsthütte rein. Zack. Und da bauen wir ein Jagddings dran. Ein Jagddings, eine Jägerhütte. Jagdhütte, Jägerhütte. Wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Hier unten ist auch wild. Dann bauen wir doch hier auch noch eine Forsthütte hin. Zack.
mit einer Jagdhütte. Jägerhütte heißt es hier sogar. Okay, wir haben 7 Goldstückchen. Wie viel bessere Verpflegung wollen die denn? 1. Einmal bessere Verpflegung für den Musketier. Bildet Musketiere aus 10 Stück. Der will 10 Musketiere. Ach du Scheiße. Naja, das wird ja lustig. Bäckerei. Nee, wo kann ich denn eine Bäckerei ranbauen? Wahrscheinlich auch nur an dieses Wohngebäude. Jetzt habe ich gegen das Popfilter gespuckt. Das war nicht so clever. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen noch ein gehobenes Wohnhaus. Ein gehobenes Wohnhaus. Wo bauen wir denn das gehobene Wohnhaus hin? Ja, ich würde sagen, hier steht's gut. Und dann bauen wir eine Metzgerei dran. Mehr kann ich ja eh nicht dran bauen. Aber auf jeden Fall haben wir dann auch genug Plesiedlerplatz für unsere Musketiere. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Die Musketiere wollen ja auch irgendwo leben. Wobei ja Musketier, glaube ich, so in der Renaissance, glaube ich, war es so ein ziemlicher Scheißjob, glaube ich. Das war es ja im Prinzip irgendwie der Horst vom Dienst. Ich meine, besser als Pekiniere, aber na, ich glaube, ich würde kein Musketier sein wollen, denn das war ja noch so dieses Steinschloss Musketen, wo du hattest du im Prinzip ja nur einen Schuss, ne? Also wenn dieser eine Schuss ja nicht saß, dann machten ja die Pekiniere Hackfleisch aus dir. Im ungünstigsten Fall. Was wollen die denn jetzt hier? Lagerhaus voll. Ach, verdammt. Lagerhaus voll. Kriegen wir hin? Kein Gunstopano. Kanik, Lagerhaus. Neues Lagerhaus. Zack. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, dieser eine Schuss, wenn der nicht gesessen hat, dann war es ja quasi für den Arsch, ne? Weil, bis du ja deinen scheiß Muskete nachgeladen hast, ne? Waren ja die Pikeniere da und haben dich ja aufgepiekt, ne? Was ja irgendwie unschön ist. Könnte ich mir vorstellen. Hast du selber nie ausprobiert, aufgepickt zu werden? Habe ich, wie gesagt, nie ausprobiert. Will ich auch gar nicht. Es ist ja immer dieses, wo dann immer die Frage gestellt wird, ja, du interessierst dich fürs Mittelalter. Ja, aber möchtest du denn in dieser Zeit leben? Nein, möchte ich nicht. Nur weil ich mich fürs Mittelalter interessiere, heißt es nicht, dass ich da leben möchte. Ne? Weiß ich gar nicht, wie kam ich drauf? Achso, Musketier. Ne, wobei Musketier ja nicht im Mittelalter, bitte nicht falsch verstehen. Mittelalter und Musketiere, das gehört ja nicht zusammen, ne? Weil Mittelalter war ja früher oder später, je nachdem, wie man es betrachtet, auf jeden Fall, also zeitlich gesehen vor der Renaissance, ne? Also älter. Mittelalter ist älter. Das ist besser, weil ich finde es immer so schön, dass es immer, wenn man so zeitlich sagt, vor oder nach oder, na, das ist halt immer relativ, wie alles im Leben. Ist auch das relativ. Ich mache jetzt keine Witze über Einsteins Relativitätstheorie. Die erspare ich mir jetzt mal. Und euch viel mehr. Also, ich habe da eben kein Problem mit. Aber ja, und ich habe die Folgenlänge bereits überschritten, stelle ich fest. Aber das ist mir jetzt egal. Dann gibt es halt keine Abmo. Ich schneide das dann irgendwo. Irgendwie schneide ich das schon zusammen. So. Haben wir denn jetzt die Metzgerei hier endlich mal stehen? Steht das Scheißding? Nein, steht es nicht. Was ist denn das Problem? Logistik. Das steht doch ganz oben in der Prio-Liste. Haben wir denn noch... Oder haben wir so wenig Rohstoff? Nein, wir haben 6 Bretter und 35 Steine. Das sollte doch für so eine Metzgerei reichen eigentlich. Sollte man meinen, irgendwie. Wir haben noch keinen einzigen Musketier ausgebildet. Aber wir könnten hier schon mal hingehen und die hier in die Liste setzen. Wir brauchen auf jeden Fall... Ah, 40 Gold, 40, 4, in Zahlen 40. Eine Metzgerei ist vielleicht zu wenig. Kurbelt eure Wirtschaft durch den Bau einer zweiten an. Ja, Alter, hör doch auf, 40 Gold. Wie soll das denn gehen? Jägerhütte, brauchen wir auf jeden Fall eine zweite Jägerhütte dann. Okay, wir brauchen mehr Metzgereien. Okay, mehr Metzgereien. Das heißt, wir bauen hier unten nochmal, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Es geht mit 2 grünen Pöbeln an der Seite. Und hier noch eine Metzgerei und vielleicht eine zweite. Ich weiß nicht. Oh, ich will nicht keine dritte bauen, weil eigentlich haben wir nicht genug Wild, weil das ist ja hier eigentlich schon überschaubar. Und dann hier 12. Dann hat hier 12 und 7.
Und da ist noch so ein bisschen 8, ne? Ein bisschen 3 Größe. Ist ja nicht die Welt, ne? Eigentlich. Aber wir brauchen ja auch quasi pro Beginier ja nur einmal Wurst. Ne? Also einmal Wurst zum Mitnehmen. So eine Fleischwurst für in der Jackentasche. Ne? Das ist natürlich... Wobei es macht ja auch Sinn. Ne? Also wenn ich ja den gefährlicheren Job mache, dann kann ich ja auch verlangen, dass man mir wenigstens besseres Essen gibt. Hurra! Ihr habt die ersten Vorräte an besserer Verpflegung beisammen. Ja, siehst du mal. Hättest du nicht gedacht, Alter, ne? Jetzt könnt ihr endlich Musketiere rekrutieren. Ja, bin ich schon dabei. 6. Die mit ihren Musketen Ramirez' Palisade durchbrechen und ihn für uns vertreiben können. Ja. Seine Palisaden durchbrechen. Wir durchbrechen seinen Damm. Was? Das klang jetzt irgendwo falsch. Ich entschuldige mich dafür. Nicht. Ah, da ist auch noch, da hat der auch noch einen Außenposten. Der Schlingel hat einen Außenposten errichtet. Der Ramirez. Okay, die Viecherhütten sind immer noch fleißig dabei. Ja, die sind noch fleißig dabei. Das klingt doch, das sieht doch schön aus. Hier ist einer, dem fehlt Gold. Aber ist ja noch Gold da. Nee, Gold haben wir noch. Was wir nicht haben, ist Wurst. Und die brauchen wir jetzt noch. Wir haben eine Bäckerei, eine Wursterei, Ertrag. Einmal bessere Verpflegung. Jetzt braucht er hier einen Satz. Einmal Wurst und einmal normale, einfache Verpflegung. Daraus macht er bessere Verpflegung. Ah, da kriegst du quasi zu dem Stück Brot, kriegst du dann auch noch eine Scheibe Fleischwurst. Und alle sind glücklich. Oder sehr ähnlich. Und haben wir denn jetzt einen Musketier? Ja, wir haben einen Musketier rekrutiert. Einen von 10. Mensch, ich bin begeistert. Wo läuft er denn? Der muss doch da unten irgendwo laufen. Da ist er. Halt! Lauf nicht weg. Da läuft er durchs Bild. Der Musketier mit der Muskete. Da bin ich ja gleich mal gespannt, was das gibt, wenn wir die auf Ramirez' Palisaden loslassen. Derweil hoffe ich, fürchte ich darum, ob unsere Wurstreserven denn reichen. Wir haben zwei Würstchen haben wir noch. Und wir haben noch 8 Gold. Mal gerade am Ohr kratzen. Da juckt. Oh, was ist das denn für ein fettes Ding? Ach, das ist der nächste Musketier. Ja, ich finde es schön, dass sie so ein bisschen abwechselnd in die Charaktermodelle gesteckt haben. Und das ist jetzt quasi, ja, da mehr Abwechslung bei den Siedlern gibt. Früher gab es, glaube ich, bei Siedler 3, glaube ich, gab es einmal Männlein, einmal Weiblein. Und der Rest sah immer gleich aus. Ne? Wie heißt es so schön, da hatte jeder zweite Familienstammbaum nur einen Ast. Da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. Da sind Fliegenpilze, da sind auch noch Fliegenpilze. Ja, Fliegenpilze sind giftig, falls das noch keiner wusste. Dann sind da auch noch Pilze. Das sind wahrscheinlich Steinpilze oder Champignons. Ich vermute mal eher Steinpilze. Aber der hat hier schon ein ordentliches Städtchen gebaut, muss man ja sagen, ne? Das muss man dem guten Ramirez ja lassen. Okay, wir haben schon 4 von 10. Und wir haben nur noch ein Gold. Klasse. Prägt, ihr Schweine, prägt! Komm, werf die Goldmünzenproduktion mal ein bisschen auf. Ja, gut, wenn jetzt alles. Jedes Goldmünzchen einzeln auf so einem Samtding. Ja, das sind die Münzproduktion. Die machen die einzeln. Da holen wir quasi so einen ganzen Sack Gold. Einen ganzen Sack Kohle. Machen dann eine Münze draus. Das ist zum Glück nicht übertrieben. Okay, wir haben 2. Ich glaube, 4 brauchen wir immer für einen Musketier. 4. Gleich mal strecken. Okay, unser General hat auf jeden Fall schon 8 Truppen unter seinem Kommando. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wir haben 6 Pikeniere, 4 Musketiere und wir brauchen noch 6. 6 mal 4 sind 24, das heißt wir brauchen noch 24 Goldmünzen. Alter Schwede, nicht übertrieben zum Glück.
Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das schaffen können. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Okay, das Kohlebergwerk hat ein Problem. Was hat denn das Kohlebergwerk für ein Problem? Ja, was gibt's denn? Sag es mir doch. Was hast du denn? Ne, was hast du denn? Ach, das Lager. Ist das Lagerhaus schon wieder voll? Ist das Lagerhaus schon? Wir haben doch jetzt ein neues Lagerhaus da gebaut. Das kann doch nicht voll sein. Ne, ist doch nicht voll. So, alles prima. Ach, die können ja nur... Ach, je 20 Einheiten lagern. Haben die hier schon was reingestopft? Nein. So, alles prima. Ist doch alles gut, ist doch alles gut. Wir haben den fünften Pikenier, sage ich schon. Musketier. Bin auch schon ganz plemplem mittlerweile. Aber was soll's. Aber ich muss ja dieses wahnsinnige Geschehen hier bei Die Siedler 7 auch ausreichend kommentieren. Okay, wir haben schon 10 Soldaten, die geballt gegen Ramirez 4 Soldaten in den Kampf ist. Die wir gegen ihn in den Kampf schicken wollen, müssen. Dann müssen sie kämpfen. Auf Leben und Tod. Das klang jetzt irgendwie russisch. Wollte ich nicht. Ja, ich höre jetzt auf. Wir haben kein Gold mehr. Wir haben kein Gold mehr. Jetzt haben wir wieder Gold. Und gleich haben wir wieder kein Gold mehr. Dann haben wir wieder Gold. Dann haben wir kein Gold mehr. Wir brauchen noch 5 Pikeniere. Zur Glückseligkeit. Nein, zur Beendigung unserer Questreihe, würde ich mal behaupten. Und zur Vernichtung von Ramirez. Wir haben schon ein bisschen Überlänge. Gleich 40 Minuten. Na, nicht ganz. Ich werde nicht über 35 haben. Aber wie gesagt, das bringen wir hier noch eben zu Ende. Na, komm, prägt doch einfach mal. Verbraucht einfach mal Verpflegung. Ach, die fressen auch was weg. Ich dachte, ich brauche das nur für die scheiß Soldaten. Aber nein, die gehobenen Läuse, die brauchen das auch. Na toll. Aber zum Glück haben wir nur 2 gehobene Wohnhäuser gebaut. Aber einfaches Zeug ist ja auch was, das produzieren wir ja hier auch genug. Ne? Wir haben hier eine Fischerhütte, wir haben hier Fischerhütten. Und wir haben da den Bauernhof. Die machen Brot und mit dem Brot machen wir Wurstchen. Machen wir Wurstbrot. Ne? Lecker Wurstbrot.